Die österreichische und die chinesische Gebärdensprache sind völlig unterschiedlich. Die kann man nicht miteinander vergleichen. In Europa und im International Signing ist es ungefähr ähnlich, aber in China wird es völlig anders gebärdet. Deswegen war ich hier, als ich zum ersten Mal in Österreich kam und gebärdet habe, auch sehr verwirrt. Als ich zum ersten Mal gekommen bin, war ich irgendwie geschockt, weil ich das Gefühl hatte, ich verstehe überhaupt nichts und niemanden. Natürlich habe ich die Mimik verstanden und langsam habe ich dann die Kultur auch kennengelernt, habe das angenommen, habe mich geöffnet und hatte immer mehr und immer größeren Erfolg beim Erlernen der österreichischen Gebärdensprache. Isanna Hohenegger und Alice haben sich vor einem halben Jahr beim Studium kennengelernt und sind seither befreundet. Ein Urlaub mit einer Gruppe Gehörloser im Frühjahr hat in ihm das Interesse an der Gebärdensprache geweckt. Mittlerweile kann er sich schon sehr gut ausdrücken. Es ist einfach eine Sprache der Gestik, der Zeichen, wo man einfach darauf die andere Person wirklich sich fixieren muss. Man muss sie einfach beobachten, was sie emotional fühlt mit dem Gesichtsausdrücken. Die Gebärdensprache für mich zu lernen war anfänglich sehr schwer, weil einfach ich nicht wusste, was sie sagt und wir zum Großteil eben durch Schreiben kommuniziert haben. Also wir haben einfach ein leeres Blatt von uns gehabt und haben einfach alles aufgeschrieben. Und dann hat sie mir eben dann gezeigt, welche Wörter wie in der Gebärdensprache gesagt werden. Neben dem Studium ist Alice derzeit auch Teil einer ganz besonderen Theaterproduktion. Membran, Gefühle in Bewegung, ist ein experimentelles Tanztheater über Gebärdensprache und Gefühle. Das sechsköpfige Ensemble besteht sowohl aus hörenden und gehörlosen Darstellerinnen und Darstellern. Ich habe früher schon Theater gemacht. Hip-Hop habe ich früher gemacht, Hip-Hop habe ich getanzt. In China gibt es auch Gehörlosengruppen, die privat sich treffen und dann auch so Privat-Tanzerfilmen machen. Und als ich hier nach Österreich gekommen bin, wollte ich auch irgendetwas mit Tanz machen. Und ich habe hier eine kleine Gruppe eben gefunden, die sich regelmäßig trifft und die auch regelmäßig auftritt und zeigt, was sie so erarbeitet. Und ich liebe einfach die Möglichkeit, mich zu bewegen im Zusammenhang mit Musik. Das ist wirklich eine Leidenschaft von mir. Ich bin Tänzer. Habe eine Ausbildung aus klassischer und zeitgenössischer Tanz und wollte ich immer mit der Gebärdensprache lernen. Und das glaube ich, das ist sehr verwandt irgendwie. Ne? Es geht um Gebärdensprache erster Linie und Gefühle. Wie kann man mit unserer Haut, mit unseren Augen, mit unserem Mund unsere Gefühle ausdrücken? Alice fühlt sich ganz normal anders. Was dies für sie bedeutet, fließt auch in ihre Zukunftspläne. Ich wünsche, dass ich ganz offen zeigen kann, wer ich bin, wieso ich so bin. Und ich wünsche natürlich, dass Gehörlose und Hörende zusammen eine Gruppe, eine Einheit bilden. Die Hörenden sollten vielleicht mehr Pantomime lernen oder mehr Gebärdensprache. Und ich möchte vor allem nicht, dass diese Kulturen voneinander getrennt werden. Ich würde mich freuen, wenn es möglich wäre, die Gehörlosen und die Hörendenkultur miteinander zu verbinden, zu integrieren. Schöne Geschichte, die uns Martina Wolf hier präsentiert hat. Das Stück Membran, Gefühle in Bewegung, hat übrigens heute um 20 Uhr im Wiener Odeon Theater Premiere. Informationen im ORF-Text und im Internet. Und wird sie Ihnen jetzt präsentieren, welche Themen wir heute noch für Sie vorbereitet haben? Willkommen in Österreich, die Themen von heute. Das sensationelle